Es ist soweit. Inter gegen Japan. Ich bin Wolf Fuß und das Spiel wird Hansi Küpper analysieren. Es wird ein großes Spiel, es wird ein großer Fußballtag. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Hier gibt es kein Durchkommen. Gut aufgepasst von der Hintermannschaft. Ende. Nagatomo. Kagawa. Der Ball ist im Tor. Und damit geht Inter in Führung. Ein früher Durchbruch. Der Ball war wohl temperiert und er stand exakt an der richtigen Stelle. Das muss eine Hintermannschaft wissen. Wenn man einen Spieler wie ihn im Strafraum frei zum Schuss kommen lässt, dann nutzt er das aus. Direkt vor die Füße des Gegners. Dejan Stankovic. Pazzini. Die Gründung der japanischen Profiliga 1991 war eine der Hauptgründe für ein Revival der Fußballbegeisterung in Japan. Die japanische Nationalmannschaft wird immer beliebter und das nicht nur, weil sie mittlerweile auch internationale Erfolge verbuchen. Er wird hier hervorragend bedient. Er versucht ihn einzuspielen. Schneider! Er trifft! Der Spielstand jetzt 2:0. Da hat er einen mega langen Anlauf aus dem Mittelfeld genommen, um hier per Kopf zum Abschluss zu kommen. Der Gegner holt sich den Ball. Pazzini. Er schießt. Eiskalt verwandelt. So sehen sichere Sieger aus. Ohne jede Frage. Bei diesem Spielstand bist du eigentlich durch. Du kannst dich jetzt nur noch selbst schlagen. Das ist der perfekte Abschluss. Da kommt kein Torhüter der Welt ran. Der Ball schlägt ein. Genau im rechten Winkel. Pazzini, Eto, gut abgefangen, eine halbe Stunde ist gespielt. Cambiasso, keine Gefahr mehr. Kagawa, einmal quer übers Feld, Uchida. Richtig, das muss der Unparteiische bestrafen. Freistoß ist das Mindeste. So was wollen wir hier gar nicht sehen. Unfaire Attacke, Freistoß. Nicht von schlechten Eltern. Tor. Eto, auf das Ding hat er gewartet. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit sind angebrochen. Pazzini. Eto. 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 Und noch ein Tor. Ja, der ist ganz stark am Ball. Wie er sich das erarbeitet, Donnerwetter, Kompliment. Unfassbar. Das, was er hier macht, das ist so etwas wie ein Tor, wie ein Kunstwerk.
Damit kommt er nicht durch. Er nimmt den weiten Weg. Pazzini. Netter Versuch, aber glücklos. Sie erarbeiten sich viele Chancen, aber die Genauigkeit im Abschluss, die lässt zu wünschen übrig. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Sie haben eine klare Führung im Rücken und alles deutet darauf hin, dass sie das Ding am heutigen Tage nach Hause schaukeln. Das ist ein Klassenunterschied, den wir hier gesehen haben im ersten Durchgang. Mal gucken, ob sich beide Mannschaften wenigstens ein Stückchen annehmen. Inter gegen Japan. Okazaki gibt hoch herein, über die Gegner hinweg und er spielt den Ball hoch rein. Und nochmal bringt er ihn rein. Ball ins Aus. Lucio. Nagatomo. Javi Zanetti. Er zieht von da ab. Und noch eins. Super in Stellung gebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass er so ein Tor macht, wenn man ihn im Strafraum zum Abschluss kommen lässt. Dann klingelt es in aller Regel. Da spielt der Ball ja gar keine Rolle. Freistoß. Abgefangen. Pazzini. Jetzt sind sie am Strafraum. Pazzini. Und Eto'o. Und wieder rettet der Pfosten. Das wäre brenzlig geworden. Eto'o! Ein Lümmel ist das, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Schuss hier die richtige Wahl war. Also die kann man sich immer wieder gut anschauen, diese Ballschüsse. Der war richtig knapp, geht über die Latte. Definitiv eine gute Chance. Flach in die Mitte gespielt. Der Schiedsrichter pfeift, der Assistent hat die Fahne oben, das war abseits. Meine Geschichte, Eto'o, Pazzini. Eto'o, blitzschnell reagiert. Und sie setzen noch einen drauf. Dicker Schnitzer vom Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Er hat ihm den Ball abgenommen. Klasse gemacht. Nagatomo. Snyder. Eto'o. Eto'o! Und hier ist sein Hattrick. Er macht sein drittes Tor. Das ist ausgeklügeltes Teamwork. Schönes Passspiel und dann klasse abgeschlossen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Pässe kommen an und die Stürmer machen das Beste draus. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Pazzini. Eto'o. Eto'o! Und noch ein Tor. Die Gelegenheit hat er sich nicht nehmen lassen. Er haut ihn in den rechten Winkel. Keine Chance für den Keeper. Saubere Aktion, deshalb Freistoß.
dazwischen gegangen. Flacher Ball in die Mitte. Abgefangen. Abpfiff. Das war's. Der Gegner.